Liebe Freunde von aus erster Hand, ihr habt hier eingeschaltet, um unser Gespräch mit Heike Dine Körting zu sehen. Und es wird sich lohnen. Allerdings ist uns bei dem Gespräch was passiert, was uns bei den ganzen anderen Gesprächen nicht passiert ist. Unsere Technik hat versagt. Und das tut, glaube ich, niemandem mehr leid als uns. Ja, das stimmt. Wir sind aber clever und haben eine Safecam-Aufnahme mitlaufen lassen. Das heißt, es ist nicht alles verloren. Das Gespräch kann man trotzdem nachgucken, aber die Qualität lässt so ein kleines bisschen. Genau, so clever sind wir nicht, dass nicht doch noch eine Maus zu sehen wäre im Bild und sowas. Es ist also wirklich kein schönes Bild, es ist kein schöner Ton, aber das Gespräch mit Heike Dine Körting war so zauberhaft, dass wir nicht gesagt haben, wir werfen es weg, sondern mit einem kleinen Disclaimer vorab. Stellen wir es euch trotzdem zur Verfügung, denn die Frau ist einfach der Hammer, das darf man so sagen. Auf jeden Fall. Und das Gespräch war auch toll. Und darum würde es sich absolut lohnen, das jetzt anzuschauen. Und wir waren eben beide und eben auch Heike Dine Körting der Meinung, dass es sich trotzdem auf jeden Fall absolut lohnt. Und darum wünschen wir euch jetzt an der Stelle einfach viel Spaß. Aus erster Hand. Lisa König und Jan Böhmann im Gespräch mit Heike Dine Körting. Heike Dine Körting wurde 1945 geboren in Jena, ist dann in Lübeck aufgewachsen, ist eigentlich studierte Rechtsanwältin. Wie man dann zum Hörspiel kommt, werden wir wahrscheinlich noch erläutern. Hat dann verschiedene kleinere Stationen als Kleindarstellerin und als Modeschöpferin gemacht, was ich davor auch noch nicht wusste, was ich total spannend fand. Und hat dann eben 1966 zusammen mit Andreas Beuermann, ihrem späteren Mann, dann eben das Europa-Label gegründet, das Hörspiellabel, und hat damit ganz viele große und kleine Herzen im Sturm erobert. Und ich glaube, in jedem Kinderzimmer, egal welche Generation, gibt es irgendwelche Hörspiele, die sie eben mitproduziert und inszeniert haben. Es sind jetzt bis jetzt über 2000 Hörspiele, über 180 goldene Schallplatten, mehrere Platin-Schallplatten und damit mehr als Herbert Grönemeyer, liebe Studierende, so wie Herr Böhmann das schon mehrfach gesagt hat. Und darum freuen wir uns heute, einfach die Grand Dame der Hörspielproduktion bei uns zu sein. Danke, Frau Körting, dass Sie da sind. Ich freue mich und danke für die nette Vorstellung. Ja, ich hoffe auch, dass der eine oder andere von Ihnen braucht ja nur zu Hause gucken, ob er ein kleines Europa-Zeichen auf den Kassetten hat oder CDs, was heute ist, oder früher von den Schallplatten. Dann war das eigentlich im Wesentlichen immer aus dem Hause Körting Beuermann. Also mein Mann war ja der Begründer von der Europa-Serie und ich bin dazu gekommen, als ich Studierende war, so wie Sie alle auch Studierende sind. Liebe Studierende, Sie sollten sich fragen, warum Sie noch nicht irgendwie Mitbegründer eines großen Hörspiel-Labels sind, wenn Heike Dine Körting das schon als Studentin geschafft hat. Okay, wir haben ja wirklich viele tolle Gäste gehabt und die Studierenden, die jetzt da sind, wir kündigen die Gäste ja immer dann Woche für Woche auch an, die bald kommen. Und üblicherweise war es die Rolle von dieser König, ein bisschen aufgeregt und kieksig zu sein. Und in Ihrem Fall war es ein wenig anders, dass ich derjenige war, der schon sehr aufgeregt war, weil ich mich einfach total freue, Sie jetzt da zu haben. Weil es einfach so 100 Dinge gibt, die ich Sie fragen möchte. Also zum einen interessiere ich mich für das ganze Hörspiel und auch nicht nur die Kinderhörspiele, sondern auch die ganzen anderen, aber natürlich bin ich wie so alle Kinder meiner Generation mit TKKG und drei Fragezeichen aufgewachsen. Man muss vielleicht dazu sagen, du noch mit Schallplatte und Kassette, ich dann schon mit CDs. Und da ist meine Frage, die sich völlig banal ist eigentlich, aber die ich trotzdem spannend finde, wie sind Sie denn zum Hörspiel dann gekommen? Also ich meine, Sie haben ja was Ordentliches gelernt und sind dann trotzdem, haben Sie gesagt, jetzt mache ich was Kreatives. Das Ordentliche habe ich gelernt, während ich, also ich habe ordentlich lernen können oder studieren können, weil ich mein Studium auch zum Teil selber mitfinanzieren musste. Mein Vater konnte mir einen kleinen Beitrag geben innerhalb der Semesterzeiten, aber nicht in den Semesterferien. Und ich wollte eigentlich gerne Journalistin werden. Das war immer mein Wunsch, zu schreiben, Bücher zu schreiben. Und ich habe ganz, ganz viele Artikel immer geschrieben in den Lübecker Nachrichten und in den ganzen Clubzeitungen war ich dann Vergnügungswart und so weiter. Auf jeden Fall habe ich dann eigentlich Literatur studieren wollen oder Zeitungswissenschaften studieren wollen und hatte dann aber das Glück, dass mein Vater mit der Gräfin Dönhoff früher in eine Schule gegangen ist, mit ihr befreundet war
Und sie war ja damals dann schon bei der Zeit und eine große, die waren wirklich die Grande Dame. Und dann habe ich ihr kurz bevor ich Abitur gemacht habe, geschrieben, dass ich gerne Zeitungswissenschaften studieren möchte und wie sie dazu steht und ob sie mir ein paar Tipps geben kann. Und da gab sie mir den Haupttipp, dass ich alles studieren soll und alles lernen soll, möglichst viel Unterschiedliches, aber bestimmt nicht Zeitungswissenschaften. So. Ja, und dann habe ich gedacht, was mache ich denn dann, wenn ich nicht Zeitungswissenschaften studiere? Hatte ich zusätzlich, ist mir bis heute noch so, war ich immer schon auch als kleines Mädchen eine Verteidigerin. Also wenn jemand angegriffen wird oder jetzt so böse, wie jetzt die Frau Merkel und die alle, möchte ich ja gleich auf die Barrikaden gehen und möchte verteidigen. Und dieses Gefühl hatte ich früher auch schon immer und habe ich gedacht, dann ist es doch eigentlich vielleicht ganz gut, wenn ich als Basis Juristerei mache. Also sie hat schon gedacht, dass man am besten irgendwo ein Fachstudium macht, auf dem man dann alles andere aufbauen kann. Also habe ich mir dann überlegt, Juristerei interessiert mich sowieso und es ist auch ein Studium, was nicht so sehr lange ist. Also ich hatte mir das jedenfalls so eingebildet. Semester und dann ein Examenssemester. Und da ich aber auch noch alles andere werden wollte, alles wollte ich mal irgendwie werden, war mein Vater ein bisschen irritiert und meinte, was hier, du willst Jura studieren? Dann mache ich mit dir aber mal lieber einen kleinen Vertrag. Und dann haben wir einen Vertrag gemacht, dass ich Jura studiere, 7 Semester, 1 Semester Examen. Und dann ist mein Vater befreit von den 300 Mark, die ich im Monat kriege. So, und dann, das kann ja sich jeder vorstellen. Heute ist es ja noch teurer, aber damals war es auch schon sehr aufwendig, ein Zimmer zu mieten. Also da gab es auch kein Zimmer mit Benutzung von der Küche vielleicht und ein Klo. Kostete auch damals schon so um die 200 Mark. Und deswegen konnte ich damit überhaupt nicht auskommen, musste ein bisschen Geld verdienen. Und da habe ich eben, was Sie jetzt schon vorgelesen hatten, alles Mögliche gemacht. Ich habe einen kleinen Laden aufgemacht, ich habe in der Werkstatt gearbeitet, ich habe Apothekenausfahrer gemacht, insbesondere dann auch gerne Nachhilfe gegeben. Und Juristerei hatte ja damals den großen Vorteil, dass man da nicht mit einer 1 oder mit einer 2 plus oder so antreten musste. Ich hatte ein relativ anständiges Abitur gemacht, aber vielleicht so, ich würde mal sagen, im Schnitt mit einer 3. Und das war damals völlig egal. Also da gab es noch keine Rostklausus. Mhm. Also und ich habe dann gesagt, dann studiere ich also Jura und habe dann auch mich beworben, dass ich 2 Semester in Genf studieren konnte. Ich wollte eigentlich auch ein bisschen was Buntes machen, liebe die französische Sprache und habe dann in Genf Droit Romain gemacht und 2. und 3. Semester. Und in der Zeit habe ich eben also möglichen Sächelchen gemacht, um Geld zu verdienen, auch kleine Artikel geschrieben, auch für Le Garçon und was es damals für Zeitschriften gab. Dann kam ich zurück aus dem dritten Semester in Hamburg an. Da hatte ich dann eine kleine Kammer bei meinem Bruder, wo ich nächtigen durfte. Aber das war wirklich mehr wie so eine kleine Abstellkammer. Da wollte ich natürlich dann auch lieber ein bisschen irgendwo nett wohnen. Und ich erinnerte mich oder er erinnerte sich an mich, an einen Herrn Beuermann. Den Beuermann, den habe ich kennengelernt, als ich 17 Jahre alt war und auf dem Nienstedter Reitermarkt mit meinen beiden großen Brüdern mein erstes Faschingsfest machen konnte. Da war ein Mensch, ein Clown mit so einer großen roten Perücke und einer dicken Knollennase, der sich dann ordentlich an mich angemacht hatte, so ein kleines Notizbüchlein dabei hatte, sich dann meinen Namen aufgeschrieben habe und wir haben viel getanzt und waren fröhlich, aber das war es dann auch. So. Dieser Beuermann, den habe ich ja nie gesehen, wusste gar nicht, wie der aussehen könnte vielleicht, aber der hat mir dann auch immer ab und zu geschrieben. Und zufällig gab es einen größeren Zeitungsartikel über mich, die fröhliche Heikedine irgendwie so am Strand. Das hat er gesehen, als er in San Francisco war und für seinen Freund Dave Miller Studios gebaut hatte. Und hat dann bei mir zu Hause angerufen. Ich war selber gerade nicht da, aber meine Mutter. Und meine Mutter sagte, du, das scheint, glaube ich, ein ganz interessanter Mensch zu sein. Der macht irgendwie Schallplatten und ist Physiker. Und dann, den ruft doch mal an. Und dann habe ich angerufen und dann habe ich gesagt, ja, und ich
studiere Chemie und ich mache dies und habe gedacht, so ein Spinner, ein Angeber. Aber er hat mich doch eingeladen, mal vorbeizukommen und hat erzählt, dass er Schallplatten macht. Mhm. Naja, und ich hatte in der Zeit einen sehr netten Freund. Wir wollten irgendwie so selber auch Schlager machen. Ich habe die Texte gemacht, er hatte die Melodien und die Bilder dazu gemacht. Naja, ich war jedenfalls eingeladen, zu Herrn Beuermann, dem Schallplattenmann, mal zu kommen. Hatte meine großen Koffer dabei und in dem Koffer waren also unsere Songs. Ja, dann macht er mir ein sehr feiner, edel aussehender Mensch die Tür unten auf, hat mich nach oben geleitet und sich dann gleich an einen Cembalo gesetzt und mir ein bisschen was Nettes vorgespielt. Und da habe ich gemerkt, oha, das ist ja Klassik, das ist ja alles Klassik. Der will ja bestimmt nichts von meinen Schlagern haben. Also die Sprache habe ich lieber gar nicht erst ausgepackt. Ich war aber fasziniert, denn er lud mich dann auch ein auf ein Gläschen Wein und machte das ist ein bisschen zu lang, was ich jetzt erzähle eigentlich. Nein, das ist zauberhaft. Mein ganzes Leben. Ja, das ist jedenfalls war da so ein kleines Nähtischchen und dann macht er das Nähtischchen auf und das machte Musik. Das gibt es ja, diese komischen Dinger da aus Italien. Und obendrauf lag ein Bild vom Fasching von mir. Damals hatte er ein Kernschnitt von mir gemacht. Den habe ich jetzt auch immer an der Wand hängen. Und da habe ich gedacht, oh, er meint ja doch ernster mit mir. So, und dann habe ich also mitgekriegt, dass er tatsächlich Schallplatten macht, hatte selber eine Schallplattenfirma gegründet mit seinem Freund Dave Miller und unter anderem eben ein Label, das hieß Europa, und hatte schon angefangen, auch Kindersachen zu machen, also Kamei-Serie und alles Mögliche. Ja. Und ich habe mich dann beworben und habe gesagt, also ich würde gerne ein bisschen Geld verdienen und außerdem interessiert mich das auch sehr, darf ich nicht vielleicht Hörspiele schreiben, auch selber mal. Und nach so hin und her und allem habe ich dann also Aufträge gekriegt. Meine erste war dann die kleine Seejungfrau, die ich gemacht habe, geschrieben habe. Und dann kam Andersen, war überhaupt mein Lieblingsautor. Und das kommt daher, weil wir zu Hause ein sehr wertvolles Buch hatten von einem Großonkel von mir illustriert. Andersens Märchen, und das durfte ich auch nie alleine in die Hand nehmen, weil ich das gut machen könnte. Wertvoll. Immer so geblättert. So, naja, gut, jetzt mache ich es kürzer. Dann ging es auch ziemlich ratzfatz. Ich habe nämlich so dann immer ein bisschen an der Tür gelauscht, als die Sachen umgesetzt werden sollten. Und da kriegte ich bei der kleinen Seehofrau mit, dass der damalige Regisseur und mit den anderen Schauspielern zusammen lachten und auf dem Fußboden so lachten vor Vergnügen, weil der Teufel so herrlich schwul anhörte und so. Und da war ich wirklich entsetzt und dachte, nee, das finde ich für die Kinder nun überhaupt nicht witzig. Und habe dann Beuermann gesagt, also sag mal, hör mal, nee, kann ich das nicht vielleicht selber realisieren? Und dann sagte er, ja, dann probier mal. So. Und so ging meine Karriere los. Also zunächst war es einfach für mich eine Möglichkeit, mein Studium weiter zu finanzieren. Und das hat sich aber dann ganz, ganz schnell so verselbstständigt, diese Regiearbeit. Also ich war dann praktisch nach und nach als Regisseurin dabei. Und und so ging es dann bei mir los. Vielleicht wollen wir mal was zwischenfragen. Ja, da wurden Sie dann ja die Märchenkönigin Heikeline Körting. Das ist ja, ich habe noch die ein oder andere Kassetten gefunden, genau, bei mir zu Hause. Vorhin haben wir auch schon eine in die Kamera. Also es ist halt, wir haben halt noch die guten alten Audiokassetten. Also es ist halt, ist doch TKKG hatte ich. Und ich muss mal gucken. Freude, ja. Und ich glaube auch Knisters Teppichpilot. Ich halte das mal eben so rein. Das ist einfach. Einmal scharf. Ja, auch Knister, wunderbar, wunderbare Kindergeschichten. Dann sind Sie aber auch gar nicht so sehr alt. Dann sind Sie noch relativ jung. Ne? Nein, das ist was, die habe ich. Meine erste Zeit, da gab es ja noch lange keine Kassetten, da gab es ja nur Schallplatten. Genau, aber es war halt, aber man wurde, es wurde schon mit Ihnen auch relativ deutlich geworben. Also es war ja nicht, also Sie waren, glaube ich, eine der ersten im Hörspielbereich, die sozusagen als Person auch zur Marke wurden. Ja,
genau, denn die Firma Europa, also es ist ja so, dass die Schallplatte damals 5 D-Mark kostete, ja. Und darin waren ja die Produktionskosten, die Herstellungskosten, die alle Grundkosten, und der Einkaufspreis war, glaube ich, so vielleicht für die Läden so bei 2,50 oder 3 D-Mark. Und da war es auch notwendig für die Firma, für, ich nenne es jetzt mal immer Europa, International Europa, war es unheimlich wichtig, dass sie sehr, sehr viel verkauften. Denn erst wenn mindestens so ungefähr 500.000 Schallplatten verkauft wurden, hat sich das in sich gerechnet. Es war also praktisch für den Produktionsanteil immer so ein ganz kleiner Betrag nur über. Und ich habe damals eine Pauschale gekriegt, das war für mich natürlich, die ich sonst 300 Mark im Monat hatte. War das ganz gut, da kriegte ich dann eine Pauschale von 500 Mark, immerhin, für eine fertige Produktion. Ja. So, und jetzt haben Sie gerade eben mal TKKG gesagt, da muss ich ja mal schnell zwischengehen. TKKG, heute den ganzen Tag habe ich hier von Herrn Detloff, von meinem wunderbaren Techniker, 5 Jahre TKKG heute. Und ja, Geburtstag. Ich hatte keine Zeit, weil ich im Studio war und bei den 3 Fragezeichen, ich mache gerade die 210 wir machen die 210 und den ganzen Tag geht das, sagten Sie, NDR läuft von morgens bis abends und in allen Zeitungen steht es TKKG 40 Jahre. Ja. Wir haben es heute Morgen auch als erstes dann im Spiegel gelesen, weil das ist mal eine Aufklopp-Meldung und dann... Wie wunderbar passt das denn? Direkt vor 40 Jahren, 31. März 81. Ja, das ist ja unglaublich. Total schön. Also auch wie lange sich einfach manches hält, muss man ja auch sagen. Ja, da muss ich aber heute Abend mal ganz schnell gucken. Spiegel haben Sie gesehen? Ja, bei Spiegel. Ja. Ein ganz zauberhafter Artikel, muss man sagen. Also echt? Der gedruckte oder der... Erstmal der digitale. Beim digitalen war es drin, genau. Na, ein Autor schrieb, warum er gerne Klößchen sein wollen würde. Und da waren Ihre Hörspiele einer der Gründe, weil er eben damit als Kind in Kontakt kam und dann damit einfach aufgewachsen ist und eben mit Ihren Inszenierungen groß wurde. Es werden ja auch heute noch ganz viele Kinder oder auch Jugendliche, ich meine ganz viele von unseren Studentinnen und Studenten, wie sollten sie denn abends einschlafen, wenn sie nicht 3 Fragezeichen hören dürfen? Ja, oder morgens vor der Schule. Ne? Auch das ist eine Variante. Abends beim Einschlafen ist ja gut, mache ich heute noch gerne. Ja. Dann ist irgendwann die A-Seite zu Ende und dann ist es aus. Dann kann man schlafen. In Ruhe. Und ich habe ja gehört, dass mehrere von Ihnen Lehrer werden wollen. Ja. Da freue ich mich natürlich, wenn Sie als Lehrer diesen Hörspielen gegenüber aufgeschlossen sind. Das war ganz anders vor über 45 Jahren. Da wurde man richtig hätte angegriffen von den Lehrern. Da gab es dann immer so Artikel, wir sind diejenigen, die dafür sorgen, dass die Kinder nicht mehr lesen wollen und dich und völliger Quatsch. Also das ist so, dass damals, zu der Zeit gab es gerade zumindest bei uns hier oben in Hamburg und Schleswig-Holstein, die sogenannte Ganzwortmethode. Mhm, und da hatten die Kinder zum Teil richtig Schwierigkeiten, größere Texte zu lesen. Ich weiß es also von den eigenen Patenkindern und so, wie viele Schwierigkeiten die hatten. Und wenn sie dann auch zum Beispiel zur Probeaufnahme mal zu uns kamen, dann konnten 10-Jährige manchmal nur so lesen. Das war ganz schlimm. War eine kurze Zeit, wurde ja auch wieder abgeschafft. Und kein Wunder, dass dann ein Kind, was an sich schon eine bessere Literatur, eine schöne Literatur genießen könnte, es sich dann lieber angehört hat. Also ich denke mal, da und die Lehrer, die waren wirklich kaum, und da habe ich immer gedacht, Mensch, ich möchte mal in die Schulen gehen und den Lehrern sagen, hören Sie sich doch mal selber an, was die Kinder alle, denn die haben ja damals auch schon zu Millionen, insbesondere als die Kassetten aufkamen, zu Millionen haben die ja gehört. Und statt dass die Lehrer sich mal überlegt haben, wieso und warum fasziniert das die Kinder so sehr, haben sie eigentlich immer nur gegengebackert. So Sachen wie Chitti, Chitti, Peng, Peng, weiß ich noch, genau in der Welt als Schlagzeile, Salbade, Hans, Pitsch, durch Märchenwelt. Und Sie kennen ja wahrscheinlich auch die ersten Märchen noch mit Hans Pitsch.
Ja, 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 ja. Das ist doch die wunderschöne Märchenstimme, ein ganz anspruchsvoller, wunderbarer Sprecher. Ja, und also wie gesagt, ich freue mich jetzt, dass Sie als Lehrer ein bisschen aufgeschlossener sein. Ja, also heute ist auch Hamburg viel, viel weiter als früher. Also wenn man überlegt, meine Kollegen, die haben so Lesehörkisten auch in die Klassen gebracht und was. Also ganz spannende Projekte gibt es da. Da muss man aber sagen, liebe Studierende, Sie sehen früher wie damals Lebensweltbezug. Eines der ganz zentralen Kategorien. Nehmen Sie die Medien der Lebenswelt Ihrer Schülerinnen und Schüler ernst. Und das ist heute noch genau dieselbe Diskussion wie damals. Wir gehören nicht mehr zu den Hörmedien. Ja. Verstehe. Aber inzwischen hatte also die Firma zum Beispiel auch mal eine Weile ein paar Aktionen gemacht, dass die Schulen sich beteiligen konnten daran, dass in einigen Klassen ein Hörspiel gestaltet wird, und zwar haben wir da die Hälfte des Hörspiels geliefert, oder Herr Kalmuczek war, das war jetzt gerade speziell bei TKKG auch, da hat er die Hälfte geliefert und die zweite Hälfte wurde dann in den Schulen erarbeitet, und da gab es auch so große Arbeitsmappen, die man beantragen konnte oder kriegen konnte, und da hatten sich doch sage und schreibe gleich im ersten Zuge 2600 Schulen beworben, mitzumachen. Wow. Ja. Ja, die Sieger kriegten dann die fertige CD oder das war immer so, ich glaube, Kassette. Und die anderen kriegten dann einen Studiobesuch als Geschenk. Also das war auch eine ganz feine Sache, viel, viel Spaß gemacht. Da musste man allerdings auch ganz wahnsinnig viel hören, um zu beurteilen, was ist nun das Beste und das Schönste. Ja. Auf jeden Fall. Ja, bei Texten kann man ja wenigstens noch querlesen. Das geht beim Audio dann doch nicht. Aber ich muss mal fragen zu der Zeit damals, also zu den Kassetten, zu diesem medialen Wandel kommen wir gleich noch, weil mich das auch sehr interessiert. Aber es war ja nicht nur die Schule, die da ziemlich quergeschossen hat, wenn ich das so richtig gelesen habe, sondern auch der andere Hörspielmarkt. Also man hatte ja damals so das literarische Hörspiel noch, was auch noch nicht vergessen war. Und gleichzeitig auch dann so dieses neue Hörspiel, was ja eher so dadaistisch angehaucht war. Eigentlich kam das Hörspiel ja so richtig aus der Hochkultur. Und dann für Kinder? Die Rundfunkhörspiele, nicht? Im Wesentlichen. Ja. Ja, ja. Und die habe ich natürlich auch als Kind mit Vergnügen gehört. Alles. Also für mich gab es immer Rundfunk, weiß ich noch. Heute, jeden Sonntag um 2 Uhr, da wurden Eduard Marx las Märchen vor, mittwochs nachts um 16 Uhr. Und jeden Tag gab es ja dann immer so den schönen Schulfunk. Das fand ich auch immer genial. Und habe ich auch dadurch viele gute Schauspieler kennengelernt. Ja. Und haben die dann einfach so mitgemacht, wenn man sie angefragt hat? Oder gab es da doch Vorbehalte, dass man dann sagte, das in diese Ecke möchte ich jetzt aber nicht so sehr. Doch, die haben sehr gerne mitgemacht. Es waren ja auch die ganzen ersten Sachen, die wir gemacht, die ich auch insbesondere noch gemacht habe. Die ersten Märchengeschichten waren ja auch sehr schön. Da waren eigentlich, gab es eigentlich selten mal einen Schauspieler, der keine Lust hatte mitzumachen. Jeder Schauspieler wollte eigentlich gerne was für Kinder machen. Und es gab damals, ja wohl, schon von Grammophon hatte ich auch die schöne Peter und der Wolf. Und mit Matthias, mit wie ist er noch, wunderbare Sprecher jedenfalls. Und aber es gab ja eigentlich dann die kosteten damals schon, glaube ich, 1950 oder 1995 D-Mark. Konnte sich auch keiner leisten. Und dann für 5 Mark war das natürlich toll. Da wurde man aber auch ein bisschen, oder die Firma wurde ein bisschen angegriffen und dachten, ja, was kann man schon für 5 Mark herstellen? Mhm. Und wir hatten den ganz großen Vorteil für die Hörspiele, dass mein Mann ja ein eigenes Studio hatte, so wie das ich ja jetzt auch immer noch habe. Und es nicht darauf ankam, ob man 3 Tage zum Produzieren hat oder eine Woche oder 2 Wochen oder einen Monat oder wie lang auch immer. Also wir konnten also Tag und Nacht produzieren und waren also finanziell von der Zeit her überhaupt nicht eingeschränkt. Und das war natürlich ein ganz guter Vorteil. Wie lange braucht man denn, sehr um dann eben ein Hörspiel zu produzieren? Sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Also man hat natürlich immer einen langen Vorlauf, wenn man auch das planen will, auch das Veröffentlichen planen will. Also es gibt die sogenannte As-Produktion, das heißt as soon as possible. Das macht man dann halt ein bisschen flotter und ein bisschen schneller. Da kann man sich dann hinsetzen und Tag und Nacht, wenn Sie jetzt sagen, das muss,
übernächste Woche rauskommen, auf den Markt kommen, ja, dann setzen wir uns halt hin und dann geht es Tag und Nacht und Tag und Nacht und dann ist es fertig in 14 Tagen oder 2 Wochen oder 3 Wochen oder 4 Wochen. Jetzt aber und schon lange Zeit, seit wir auch so viele Serien haben, planen wir von langer Hand. Also wir haben jetzt zum Beispiel schon einen groben Ablaufplan für nächstes Jahr. Und da wird eben gleichzeitig, der eine fängt an und schreibt schon mal die Geschichten um und der andere sucht die Geräusche raus. Und also wir haben einen Vorlauf von ungefähr einem halben Jahr. Okay. Ja. Aber ich muss mal kurz zurückkommen, bevor wir gleich zu diesen ganzen Produktionen kommen. Richtig, weil mit dem Umstieg auf die Kassette hat sich ja dann doch der Markt noch mal sehr geändert. Also plötzlich konnten die Kinder auch zu Hause in ihrem eigenen Zimmer die Sachen hören, nicht mehr nur im Wohnzimmer an der guten Anlage des Vaters oder der Mutter, sondern dass da plötzlich die Kinder dann auch noch mehr ihre eigenen Sachen bekamen. Und da ist ja dann nochmal auch, plötzlich kamen dann die Serien ja noch stärker. Ja, sehr. Und zwar war das natürlich, was ja heute noch Kassettengeneration genannt wurde. Da hatte ja jedes deutsche Kind im Prinzip einen kleinen Koffer und mindestens so 6 bis 10 Kassetten von Europa dabei. Ja. Und das war der große Durchbruch. Das war eigentlich mit dem Sony Walkman. Und dann die Kassette für 5 Mark, wo alle anderen Firmen, die eine Schallplatte hatten, zum Beispiel für 19 Mark, die wurde dann als Kassette für 25 verkauft. Denn eine Kassette herzustellen war früher sehr viel teurer als eine Schallplatte. Und da aber die Führenden, eben insbesondere auch mein Mann Beuermann, der später mein Mann war, oder ich seine Frau wurde, da, die haben dann dafür gesorgt, dass auch die Kassette nur 5 Mark kostet. Am Anfang musste sogar noch ein klein bisschen zubezahlt werden, aber dann hat man später Konfektionierungsmaschinen entwickelt, die das alles flott machen. Zu Anfang ging ja noch das. Das sind heute die Sammlerstücke mit den 5 Schrauben. Noch in der Kassette, später gab es 4 Schrauben, dann gab es nur noch 2 Schrauben und später wurde es dann zusammengebatscht, ne? Ja. Heißzeug oder so. Und dann wurde die Fertigung der Kassette ja auch billiger dadurch. Ja. Aber das ist wirklich der, also ohne den Walkman würde ich denken, wäre das vielleicht gar nicht so groß rausgekommen. Mhm. Und diese Medienwechsel, wir hatten dann ja von der Kassette auf CD und von der CD dann jetzt zu Streaming. Also es ist ja auch so, dass man 3 Fragezeichen und Co. findet man ja auch bei Spotify und sowas. Ja. Da verändert sich ja die Zeit. Oder anderen Streamingdiensten. Ja, es ist halt, aber sagen wir das, dieser technische Wandel gehört ja irgendwie dazu. Und Sie haben ja wirklich jetzt alle großen medialen Wandel mitgemacht, also von der Schallplatte zur Kassette und so weiter. Richtig. Ist das was Sie noch irgendwie beunruhigt, wenn da was Neues rauskommt? Oder ist das immer was, wo man denkt, ach, wir gucken jetzt mal, was passiert? Nein, also ich finde es schon, ich persönlich kann ja mit ansehen, dass ich fürchten muss oder wir alle fürchten müssen, dass es eines Tages tatsächlich nicht mal mehr die CD gibt. Mhm. Also bei einer Serie wie die 3 Fragezeichen, die überhaupt die erfolgreichste Kinderserie ist, da macht man ja aus Gefälligkeit im Wesentlichen den Sammlern gegenüber auch tatsächlich heute noch Kassetten und auch Schallplatten und die CDs. Aber ich kann es auch so an der Akzeptanz merken. Früher haben sie mir die CDs aus der Hand gerissen und jetzt gibt es schon das eine oder andere Kind, das sagt, ach ja, danke schön, das habe ich ja auch sowieso schon bei Spotify. Ne? Und das ist natürlich für diese 10 Mark, glaube ich, kostet das, 10 Euro kostet das, ist man im Monat mit dabei und kann dann allerdings sehr oft nicht die allerneuesten hören. Ein bisschen trickreich muss man ja auch sein. Ne? Ja, so mit ein bisschen Verzögerung dann zu arbeiten, ist auf jeden Fall so ein Punkt, dass einen doch noch mal zu einem analogen Medium bringt an mancher Stelle. Also gerade auch CDs, klar, bei den 3 Fragezeichen, die müssen halt sein. Weil man will ja schließlich auch up-to-date sein. Ja. Aber das ist, wenn man sich dann jetzt gerade die Streaming-Dienste eben auch gerade anguckt, haben Sie dann das Gefühl, das ist schon auch eine Veränderung in der Rezeption? Also als auch dann die Leute sagen, ja gut, dann höre ich es halt erst später. Ja, so, okay. So manchmal auch, ja. Ja,
Okay, das also machen wir jetzt auch, bin ich ja gerade dabei, die 210 ja. Für die drei Fragezeichen zu machen. Und da macht ja die Lounge. Im Wesentlichen ist das ja die Arbeit von Oliver Rohrbeck, der den Justus Jonas spricht. Ja. Der macht ja schon seit Jahren jetzt die sogenannten Release-Partys. Hm. Immer vor, dass er auf den Markt kommt, 14 Tage vorher ungefähr, wird dann diese als CD vorgestellt ja. vor Publikum, die erstaunlicherweise bei uns, wenn wir zum Beispiel bei uns in der Scheune die Release-Party normalerweise meistens im Mai machen, dann sind ja. da so 850 Kleinkinder, große Kinder, Erwachsene, Oma, Opa, Ungeborene, alle sind da. Und Kinder liegen dann um die Bühne herum auf Matratzen und auf Decken, die wir da mal auslegen und lauschen wirklich eine Stunde oder manchmal sind die ja jetzt immer schon so sehr lang, 70 Minuten lauschen die alle und sie hören kein Murren und kein Papier knistern, keine Cornflakes essen oder irgendwie so Popcorn. Es ist unglaublich. Also es ist wunderbar, dieses gemeinsame Erlebnis, das gemeinsame Hören. Das ist ganz toll. Ja. Wie hat sich denn da Ihre Arbeit verändert? Weil wir haben ja bei der Schallplatte hatten wir die beiden Seiten, bei denen man aufpassen musste. Ja. Dann bei der Kassette durfte es ein bisschen länger sein. Bei der CD haben wir jetzt plötzlich wieder diese 75 Minuten. Genau. Beim Streaming ist es ja irgendwie egal. Da müssen wir schon achten. Wir haben jetzt auch eine neue Serie, die eben so eine Gruselserie, die auch als Schallplatte rauskommt. Da können wir eben genau mal 50, also eine Stunde, 60 Minuten draufbringen. Die Kassette, die, ja, 70, 75. Aber die Qualität nimmt ja auch ein bisschen ab, je länger das Ganze ist. Bei der CD kann man ja so bis zu 80 und noch ein bisschen mehr. So, aber ich finde das sowieso persönlich mal. Ich sowieso lieber Hörspiele, die ungefähr eine Stunde lang sind und fertig. Ja. Das finde ich toll. Das gefällt mir auch bei Fernsehfilmen, Krimis und so. Ich habe immer das Gefühl, wenn es anderthalb Stunden sind, ist eine halbe Stunde Langeweile. Ja. Ja, zumindest ist es da auf jeden Fall gestreckt. Aber die Frage, die sich da natürlich aufdrängt, wie funktioniert das? Weil die Bücher sind ja auch noch mal ein bisschen anders beschrieben als die Hörspiele. Das heißt, da ist eine gewisse Bearbeitung dabei. Das heißt, wie kommt von der Geschichte auf den Tonträger? Wie funktioniert das? Also da muss natürlich der Autor, der jetzt das Drehbuch schreibt für die, oder das Aufnahmebuch schreibt für die, fürs Hörspiel, der muss mutig sein. Der muss versuchen, aus der Geschichte das Elementare rauszusammeln, das was spannend ist, was geeignet ist für das Audio und muss einfach den Mut haben, auch was wegzulassen. Das ist natürlich nicht immer einfach und dem einen oder anderen, der vorher das Buch gelesen hat, der sagt dann, ja, warum ist denn das nicht dabei und warum ist denn das nicht dabei? Aber länger kann man es halt nicht machen. Manchmal machen wir ja längere Sachen, indem man dann gleich von vornherein drei Folgen plant in einem Paket, zum ja. 150 oder, ne, oder bei diesen Sonderausgaben. Und also das muss eben der, ich nenne es mal einfach Drehbuchautor, ja. der muss das so gut hinkriegen. Ja. Und das macht ja im Wesentlichen, also bei den Fragezeichen und auch bei anderen Geschichten, André Menninger mit viel Erfahrung inzwischen und viel Freude. Und vor, ja, es gibt ja auch den, beim Fünf Freunde, ist ja zum Beispiel auch eine sehr, sehr beliebte Serie. Da haben wir die Frau McLean und inzwischen auch einen jungen Mann dabei. Das sind auch sonst Autoren oder Buchautoren, die mit dem Stoff gut umgehen können. Mhm. Das schon mal das A und O. Aber ja. am allerwichtigsten ist eigentlich schon mal die Grundgeschichte. Wenn wir ein Buch kriegen oder der Autor, der das umarbeiten muss, ein Buch kriegt, was ein bisschen lasch ist oder lahm ist und keine schönen Drehorte hat, dann tut man sich schwer damit. Hm. Je schöner der Stoff ist, desto besser wird dann auch unsere CD und Bearbeitung. Für uns ist es im Übrigen ziemlich egal, außer
aus der Länge, was Sie eben ansprachen, ob das daraus nun eine CD wird oder eine LP wird oder eine MC wird oder ob das in Spotify geht oder in Streaming oder Download, ist eigentlich relativ egal. Für uns ist die Produktion dann abgeschlossen und dann kümmern sich die Product Manager von Sony darum, wie das dann auch vermarktet wird. Ja. Mhm. Aber so für jetzt, ich habe überhaupt keine, oder ich habe so ein bisschen Ahnung, weil ich glaube, viele da draußen haben so gar keine Ahnung davon, wie so eine Hörspielproduktion von Anfang bis Ende läuft. Also zum Beispiel, sie haben dann so einen Stoff und denken, der ist schön, den würde ich jetzt, da würde ich gerne ein Hörspiel draus machen. Oder ist das eher, also suchen Sie oder kriegen also Sie die Angebote? Ja, also die Angebote, übrigens aus der Kassettengenerationszeit, das war eine ganz besonders schöne Freude. Da kriegten wir ja täglich oder in der Woche, muss man wirklich sagen, einen Waschkorb voll wunderbare Briefe und Bilder, dass die Kinder malten. Viele haben ja auch früher einfach immer, das lief im Kinderzimmer rum und haben dabei gemalt, selber Geschichten geschrieben. Aber am Anfang war es also so, dass man natürlich gerne auf Buchmessen ging und sich mit den entsprechenden Verlegern getroffen hat und geguckt hat, was eignet sich denn gut. Wir haben schon sehr viel selber ausgesucht, aber angeboten wird auch jede Menge. Und dann hat man so einen Stoff gefunden. Ja. Und dann sagt man beispielsweise dem André Minninger, hier, guck dir den Stoff mal an, kannst du da ein Hörspiel draus machen? Mach mal. So, also du schreibst uns erst einen Text und dann fängt man gleichzeitig wahrscheinlich schon parallel an oder man überlegt zusammen, wer könnte das denn dann am Ende sprechen? Richtig, oder, richtig. Oder über genau. Das ist eigentlich, wenn das Buch geschrieben ist, dann sitze ich dran und lese das durch und habe meistens schon bei den Rollen schon so das Gefühl, oh, das passt gut dahin, das passt vielleicht gut dahin. Man hat natürlich einen Fundus von fantastischen Schauspielern. Wobei ja ganz viele von den ganz großartigen Schauspielern sind ja alle nicht mehr da. Das ist ein Jammer, aber dafür haben wir sie ja alle hier festgehalten in unserem, kennen Sie das? 55 Jahre Europa, habe ich hier gerade hier dieses Ding. Ja. Und da kann man ja, können Sie jetzt ja nicht sehen, aber da können Sie ja im Prinzip, das kann ich Ihnen jetzt nicht zeigen, aber auf jeden Fall gibt es kaum irgendeinen Schauspieler, der mal abgelehnt hat und gesagt hat, also okay, nee, also Kinderschallplatten und dennoch vielleicht für Europa, für 5 Mark, kostet ja inzwischen auch sehr viel mehr, mache ich nicht. Das habe ich, glaube ich, 2-3 Mal erlebt. Und sonst höchstens mal, dass jemand sagt, ja, ich habe überhaupt keine Zeit und ich kann jetzt nicht. Bei Fitzmann zum Beispiel oder bei anderen, die so viel zu tun hatten, dann habe ich gesagt, ja, kann ich denn vielleicht mal in einem Jahr wieder anrufen oder in 2 Jahren? Und dann sind die ja meistens freundlich und sagen, ja, dann ist ja 2 Jahre um und dann bin ich wieder da. Und so habe ich mir eine ganze Menge Schauspieler auch geschnappt, die, und wenn sie dann einmal in unserem Haus oder in unserem Studio waren, ein sehr kleines Studio waren, dann gibt es kaum irgendjemanden, der nicht immer gerne wiederkommt. Wir haben natürlich einen großen Stamm von Schauspielern auch. Das ist ja auch eine der Besonderheiten bei Ihnen. Das Studio Körting ist ja nicht bei irgendwo, Ihnen. Sondern genau. Das ist ja bei Ihnen im Haus. So ist es. Und das war ja immer schon. Auch vorher, als wir noch in der Agnesstraße Studio hatten, mein Mann das Haus in der Agnesstraße in Hamburg hatte, war ja auch schon immer ein Studio, ein relativ kleines Studio. Ja, ich habe schon mal mir vorhin überlegt, werden Sie mich eigentlich nur fragen oder auch die Lehrer, die jetzt mithören? Ja, die kommen sozusagen am Schluss mit dazu. Wir haben auch schon den Chat immer wieder im Blick, wo die Fragen Weil Sie jetzt gerade sagten, wie mache ich das denn? Da waren wir jetzt gekommen, ja. Bis zum Hörspiel, bis zum Skript. Genau. So, wenn das Skript dann da ist, dann geht es eben an die Besetzung. Ja. Und da versucht man natürlich das Schönste rauszuholen, was denkbar ist. Und wenn wir dann die Schauspieler zusammen haben, dann mache ich sehr gern, was leider jetzt in der Corona-Zeit schon lange nicht mehr machen dürfen, setzen wir uns alle an einen runden Tisch und zumindest die Hauptrollen. Und dann wird ein Miteinander regelrecht gespielt. Oh, schön. Also das ist schon fast filmisch. Ich werde auch manchmal, werde ich immer belächelt, weil ich hatte auch schon mal so Situationen, dass wirklich die fabelhaftesten Schauspieler am Mikrofon gesessen haben.
und das, den Text dann gearbeitet und gelesen habe und ich dann irgendwie sage, ja, können Sie denn nicht mal ein bisschen schauspielern? Aber so, das passiert dann schon mal, weil es muss möglich, also das ist ja überhaupt meine oder unsere Europa, hat ja damit eigentlich im Wesentlichen auch angefangen und ich denke mal, damit ist auch der Erfolg dabei gewesen, eben dieses Zusammenspiel, dieses intensive Miteinander, das dann nachher ja noch gekrönt wird von ganz vielen Geräuschen und noch wunderbaren Musiken, die dann noch die Schlagsahne oben drüber ist, so ungefähr. Diese ganze Kombination, die gab es in der Form vor Europa nicht. Das ist einfach Europa. Und später haben das natürlich andere, auch manche, die bei meinem Mann auch schon gelernt hatten, so ungefähr. Wir haben da ja auch in anderen Firmen weitergearbeitet und die haben das dann, und viele, viele haben es übernommen. Ich bin ja auch manchmal bei diesen Messen, wenn da die ganzen neuen Produzenten da sind, sind ja ganz viele, die sagen, oh, Frau Körting, ohne Sie oder Ihren Mann wären wir nie Schallplattenproduzenten geworden, die haben einfach dann so einen Spaß gehabt, dass sie gesagt haben, so, nun machen wir es auch. Und da gibt es eben sehr viele Ähnlichkeiten inzwischen. Ja. Nicht? Ja. Das auf jeden Fall. Und also dann sind die Sprachen aufgenommen, das heißt, man hat sozusagen das Grundgerüst, Sie hatten gerade, und dann kommt Soundeffekte und sowas. Genau. Das ist ja die Sahne mit der Kirsche. Ja. Und das finde ich auch wieder ganz spannend. Ich habe die eine oder andere Doku über Sie gesehen, bei der Sie wirklich mit einem Rekorder in der Hand noch durch die Gegend laufen, weil sie sagen, ich brauche jetzt noch mal Alsterwasser. Ja, genau. Früher kann man ja sogar mit einer dicken Nagra, wie ja. Das immer gemacht hat. Heute kann man das ja mit so einem klitzekleinen Handy oder mit anderen Teilen kann man ja schon aufnehmen, ganz easy. Aber haben wir einen Fundus von, weiß ich was, 20.000, viel mehr, ne? 100.000. Viel mehr Geräusche, die man so im Laufe des Lebens zusammengesammelt hat. Problem ist das Video. Ja, die Übersicht muss man noch haben. Aber für jedes Spiel, was wir so produzieren, müssen auch immer ungefähr durchschnittlich bestimmt so zwischen 50 bis 100 Spezialgeräusche wieder angefertigt werden, wo man nicht einfach in die Schublade greifen kann oder in den Computer greifen kann und sagen kann, hier, da habe ich das ja schon mal, sondern man geht schon nochmal neu los und werde ich jetzt nicht mehr immer alles nur noch so wie in den allerersten Jahren alleine machen, sondern ich habe einen ganzen Stab von wichtigen und netten und tollen Mitarbeitern hier mir gegenüber, der Techniker, Herr Detloff, der ja schon das eine oder andere aus dem Computer rausholt. Nicht? Ich lege ja noch am allerliebsten meine Rudernschleifen auf und meine alten Tonbänder. Aber das ist, sagen wir mal, halbe. Ich liebe ja sowieso das, immer noch das Analoge. Das wissen ja viele auch, dass ich noch mit so einem dicken Maschinen arbeite. Ja. Wo man heute einfach, eigentlich könnten sie in so einem kleinen Computer, haben wir auch natürlich, in so einem kleinen Computer könnten sie eigentlich alles aufnehmen und speichern. Sagen Sie mal, soll ich mal jetzt mit Ihnen, mit meinem Handy, kurz durchs Haus gehen? Ja, total gerne. Das Studio zeigen, ja? Dann marschiere ich mal los. Also, ich weiß jetzt, ich kann jetzt nicht sehen, was ich Ihnen zeige, aber bin ich mal mit Ihnen hier ins Studio rausgegangen und hier ist der Aufnahmeraum, in dem hier jetzt eben die Mikrofone stehen, ein relativ großer Tisch und da, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, wir machen mal jetzt TKKG, dann sitzt meine Gabi immer an diesem Mikrofon, der Tobias sitzt hier. Hier sitzt dann die Gegenpartie ungefähr. Dies ist immer Klößchens Ecke, wo er steht, wo er sitzt. Und, so, und hier ist dann die Hauptperson, immer der Tim, der früher Tarzan war und wir den Namen nachher nicht mehr nutzen durften. So, das ist, hier wird die Aufnahme, hier sitzen die Schauspieler. Und hier sitze ich. Da sehen Sie schon mal, ich mache mal ein bisschen mehr Licht. Da sind schon mal die dicken Maschinen. Wow. So, mach mal Licht an. Können Sie gucken? Ja. Ja, ist total toll. Sehen Sie jetzt mich oder sehen Sie die Maschinen? Wir sehen Maschinen und wir sehen ganz viele rote Bücher.
Ach so, gut, hier, nicht? Ja, ja, also genau. Hier ist mein Platz, mein Regieplatz. Cool. Hier sitze ich und hier sitzt meistens der André, der mir bei den Aufnahmen assistiert. Und hier haben wir eben noch diese wunderbaren, schönen, alten Telefunkenmaschinen, mit denen ich ja liebend gerne arbeite. Aber die Hauptaufnahmen machen wir inzwischen auch digital. Hier, guck mal, diese dicken Dinger. So. Und zu diesen Sachen gehören dann eben auch all die vielen Tonbänder, die man dafür angelegt hat im Jahr, Laufe der vielen Jahre. So, da haben wir zum Beispiel die ganze Abteilung Fragezeichen. Hier haben wir die Abteilung TKKG. Da sehen Sie, für die einzelne Produktion werden auch noch spezielle Bänder angefertigt, also spezielle Geräusche arbeitet. Das ist hier jetzt alles für Hani und Nani. Und ich liebe eben auch noch meine genialen Rundbänder. Auf der U, auf den U-Hörmaschinen. Und hier mal ab. Ah, diese Geräusche. Läuft dann so. Und dann tut so. Ganz, ganz viel wird auf diesen klitzekleinen Teil, also auf diesen kleinen Teil nimmt dann Herr Dettloff, oder bei den Fragezeichen habe ich auch einen guten Techniker, den Herrn Halvé, die nehmen dort auf, dann auch im Studio geschnitten, Geräusche einarbeite, bevor wir die Geräusche und Musiken einarbeiten, kriege ich es dann wieder zurück und ich mache mir dann den sogenannten Kuchen. Das gibt dann, hier ist jetzt nur noch ein kleiner Kuchen, das ist der Rest von der Überspielung, die wir heute gemacht haben für die drei Fragezeichen 210. Cool. Und da kommt dann eben für mich nochmal das Band in Frage. Ja. So, das ist hier, das ist das. Und jetzt aber gehe ich nochmal weiter. Das ist nämlich jetzt die Spezialkammer. Okay. Hier hinten jetzt hin, wo nämlich die dir jetzt live die Geräusche dazu basteln. Guck mal, da habe ich alles schön in schönen Kartönchen. Können Sie das sehen jetzt? Ja, ist das da. Gut? Ja, super. So sieht man hier zum Beispiel mal, ne? Hier ist es alles mit Münzen und Edelsteinen. Hier haben wir dann alles, was so Schlüssel ist und so ein ganzes herrlich. Ein Sammelsurium und da darf natürlich überhaupt nichts irgendwie wegkommen. Ja. Da weiß man ganz genau, wo alles ist. Diese von Büchsen bis hier, das ist alles zum Beispiel, wenn die im Auto fahren. Ach, die Anschnallgurte. Okay, das, ja. Auf den man machen kann und hier. So, und hier kommen dann dieses früher noch viel genutzte, jetzt nicht mehr so viel genutzte, sind diese Bandschleifen, die eben den ganzen Tag rumtüdeln. Mhm. Und hier haben wir so schöne Sachen aufbewahrt. Von Commander Perkins an und hier gucken Sie da. Und das dreht und dreht und dreht sich und diese ganzen Bänder sind zum Teil 30 und 40 Jahre alt, aber immer noch toll, immer noch super. Hier Hitchcock passt immer auf natürlich und da oben haben wir dann die verschiedenen Instrumente auch. Also dies und dann haben wir eben so hier Schlagzeug und Musikinstrumente. Alles Mögliche, was wir hier so haben. Und das wird dann eben, und das ist eben dieses Geheimnis, glaube ich, mal zusätzlich, diese sehr, sehr große Arbeit, die wir uns mit Geräuschen machen. Ja. Und das ist alles heilig. Also jede Flasche wird benutzt und gebraucht. Die Ketten, die Blutketten und weiß ich was. So. Ja, jetzt habe ich aber, glaube ich, genug davon erzählt. Jetzt können Sie ja mal wieder. Ich gehe mal wieder runter, ne? Also das, so. wir haben gerade. Dann gehe ich jetzt aber mal die Treppen runter. So, hier ist der Aufnahmeraum, der Aufenthaltsraum. Hier gibt es immer, deswegen kommen die Leute auch gern zu uns, gibt es immer wunderbare Leckereien zu essen und zu trinken. Und jetzt gehe ich mal die ganzen Treppen wieder runter. Okay. Und dann gehe ich mal in den sogenannten Salon. Das ist da, wo wir in der Mittagspause mit den Schauspielern dann immer auch unser, bei den drei Fragezeichen, traditionell seit über 40 Jahren, immer unsere Blockhaus-Sticks essen zum Mittag. Oder Burger oder sowas.
Ja, jetzt komme ich wieder. Herr Detloff, ich komme wieder. Ich komme zurück, jetzt können wir dann, Achtung, dann gibt es jetzt wahrscheinlich wieder die Rückkopplung, nicht? Das ja, das kriegen wir hin. Wir bereiten unsere Ohren darauf. Das ist ja nicht so schlimm. Warte, ich mache mal hier jetzt. Sie übernehmen? Ja, genau. Gut, dann mache ich jetzt mal hier aus. Wir haben gerade schon gesagt, was das für ein Schatz ist, der da liegt. Alleine mit den ganzen Geräuschen, also dieses eine Schlüsselkleppern. Ich habe sofort an Huibu denken müssen. Ich weiß nicht, ob das dieser eine Schlüssel war, aber... Ja, bestimmt war das der eine Schlüssel. Denke ich mal. Ja. In meiner Vorstellung. Ja. Nun erzählen Sie mir mal ein bisschen was. Ja, also was uns natürlich noch interessiert ist... Wir haben kein cooles Studio. Genau, wir haben kein cooles Studio, wir machen alles digital. Nein, was ich natürlich jetzt noch spannend finde, worüber ich unbedingt noch sprechen möchte, sind die Reihen. Ja, genau. Weil es ist jetzt heute TKKG-Geburtstag, das ist ja schon was Wichtiges, aber auch drei Fragezeichen, mit dem möchte ich eigentlich anfangen, weil ich das extrem spannend finde. Da ist auch gerade eine schöne Frage reingekommen, die ziehe ich einfach mal vor. Nee, die ziehe ich nicht vor, sondern die kommt aber gleich. Die kommt gleich in Kombination. Ja, genau. Also machen Sie sich keine Sorgen, es kommt die, wenn Sie mir mal aus dem Eischrank eine Ginger Ale oder irgendwas bringen, das wäre nett. Jetzt kennen Sie die Jungs, die ja mittlerweile auch alte Männer geworden sind. Ältere Männer. Ja, ich darf das sagen. Ich bin ja ungefähr das, ich werde vielleicht noch ein Langjahr also nicht viel. Deshalb darf ich, ich weiß, wie man sich da morgen fühlt, deshalb darf ich, so. Das ist wirklich so ein was ich sagen wollte, ist, wie hat damals das mit dem Casting stattgefunden? Oder auch wie heute, wie findet das, hat sich das geändert, wie man damals gecastet hat und wie man heute gecastet hat? Ein kleines bisschen hat sich geändert, insofern, als dass es ja sehr viele Vorschriften gibt, wenn man Künder beschäftigen will und um jetzt, wenn Sie eben ein Kind nehmen, so wie die beiden, wie die drei Jungs mal mit 13, 14 Jahren waren oder auch, haben ja fast alle außer Andreas schon vorher bei mir andere Sachen gemacht. Oliver hat ja schon mal 5 Freunde gemacht und ich habe auch ein Märchen mitgespielt. Also damals hat man das eigentlich, habe ich es so gemacht, dass ich auch mal in den Schulen angerufen habe, dass Lehrer mit ihren Kindern kamen. Oliver Rohrbeck beispielsweise war deutscher Meister im Vorlesen und genauso war das der früher den Karl gesprochen hat in TKKG, der war auch mal deutscher Vorlesemeister und sagen wir mal so, ich habe auch mit dem Rundfunk, das war früher hier der Besetzer gleich nebenan im NDR, das war der Herr Lamster, der hatte das Besetzungsbüro, da konnte man auch mal ein bisschen sich austauschen oder eben sehr, sehr viele Kinder von Schauspielern sind auch begabte Kinder, die haben es gelernt irgendwie schon zu Hause, nicht gut sprechen zu können und auch einfach Freude zu haben. So haben wir ja zum Beispiel die Familie Dräger, da haben wir ja den Vater Wolfgang Dräger und dann später Sascha Dräger und Kerstin Dräger und dann Philipp Dräger, die wieder die nächste Generation. Oder bei den Müs oder so ist es bei vielen, vielen ist es so, dass das eben die Kinder von Schauspielern sind. Die hat man selber gecastet. Es kommen natürlich wahnsinnig viele Bewerbungen rein und ganz süße Briefe auch heute. Und kann man manchmal nur sagen, das tut mir furchtbar leid, aber können mal kommen, machen wir dann so vielleicht mal alle Vierteljahre mal so, dass wir so einen sogenannten Casting-Day machen und dann einladen. Und es ist dann aber immer besonders traurig, wenn die eigentlich auch ganz gut sind und man dann keine Rollen für sie hat. Nicht? Das ist ein bisschen blöd manchmal. Aber also es setzt sich so zusammen aus, aber achso, ich wollte nochmal sagen, wegen kleiner Kinder, da nehme ich auch sehr gerne mal eine Agentur, wie zum Beispiel die Agentur Pöppel, über die habe ich wunderbare Kinder kennengelernt, weil die sich dann darum kümmern, dass sie das Zeugnis haben oder der Direktor die Freigabe gegeben hat, der Arzt ist und was da alles so ist. Wenn, sobald man selber 2 Stunden länger mit dem Kind aufnehmen will, muss man ganz viele Erfordernisse erfüllen und das ist relativ mühsam und es kommt, das alles zu beantragen und insofern ist man dann eigentlich gut dran in einer guten Kinderagentur,
Zum Beispiel hatte auch die Mutter von Oliver Rohrbeck eine Agentur in Berlin und ganz besonders begabte Kinder. Also das sind ganz aus den Kindern, die damals auch schon bei uns dann zum Teil waren, in den Abenteuerserien und sind heute wirklich große bekannte Kino- und Fernsehschauspieler geworden. Aber das ist eben diese Formerfordernisse alle. Die sind ganz schön mühsam und insofern bin ich dann manchmal besser dran, dass ich mich dann an eine Agentur wende. Mhm. Die machen dann das Casting, da kriegt man, früher kriegte man dann immer Bilder und sonst irgendwas und heute kriegt man dann eine CD mit Sprachproben. Mhm. Ja. Eine unserer Studentinnen hat gefragt, dass Andreas Fröhlich wohl früher nicht so gut gelesen hat wie manch anderer und dass er deshalb die Rolle von Bob bekam, weil die weniger Text hatte. Ja, so ein bisschen war das so, tatsächlich. Andreas hat sich ein bisschen schwer getan mit dem Lesen, mit dem spontanen Lesen. Okay. Aber da ja die Schauspieler und die Kinder, jeder die Manuskripte rechtzeitig kriegt und auch Zeit hat, zu Hause zu üben und zu lernen und gut vorbereitet wiederzukommen, hat er das auch ganz gut hingekriegt. Ja, das ist immer sein typisches Erstes, als er dann die Visitenkarte vorlesen musste und war dann auch noch zu eifrig beim Lesen, dass er dann Bob Andrews, Recherchen und Recherchen, Recherchen. Wird er heute noch immer aufgezogen dafür, für sein Recherchen. Aber er hat inzwischen sehr, sehr gut gelernt. Er ist ein ganz toller Sprecher. Ne? Er macht ja Bücher in vielen Rollen, die er dann realisiert. Also ganz toll. Überhaupt die drei und auch überhaupt alle anderen auch, sind alle super begabt und macht eine große Freude. Ja. Aber es ist ja schön, dass er dann trotzdem mitmachen durfte. Ja, Er nicht so geklappt hat. Ja, naja, lag nicht nur an dem Text lesen oder nicht lesen. Ich habe relativ schnell, haben wir gemerkt, dass der Kopf von der Bande Justus eigentlich damals passender war. Okay. Und dann haben wir hier im Studio, ich glaube nach 2 oder 3 Seiten haben wir gedacht, wollen wir nicht mal gucken, wie wäre es denn, wenn wir es andersrum besetzen. Okay. Und dann hat man gemerkt, ja, die sind, und das Schöne ist eben, die drei sind derartig unterschiedlich. Von der Stimme her, vom Charakter her. Und das war wirklich ein absoluter Glücksgriff. Ich würde mal denken, ohne diese drei wäre das nie so erfolgreich geworden. Ja. Wobei, es gibt ja so viele Geschichten über die drei Fragezeichen. Unter anderem, dass die drei sie immer noch sitzen nach all den Jahren? Ja. Dass ich das nicht mehr... Respekt, ich darf sie trotzdem noch duzen. Für mich sind und bleiben das meine Kinder, meine Schauspielerkinder. Und zugleich muss man ja auch sagen, ich weiß nicht, an welcher Stelle ich das unterbringen soll, aber ich muss es einfach nochmal erzählen. Sie sind ja selber auch immer wieder in verschiedenen Rollen bei den drei Fragezeichen aufgetaucht. Ja, ja. Also meine Lieblingsrolle ist ja die des Weckers. Da habe ich aber auch, da war ich ja ein paar Tage heiser hinterher. Und das habe ich, solche Sachen und auch früher so die Gruselsachen, die Schreie und so, die habe ich sehr viele immer selber gemacht. Und zwar eigentlich nicht, weil ich es nur machen wollte, sondern weil ich die Schauspieler schonen wollte. Die können sich das nicht leisten, dass sie dann eine ganze Woche nicht mehr sprechen können. So, aber es macht es umso liebenswerter an der Stelle. Ach ja, das ist und so irgendwo immer so kleine Rollchen mal, so wie das Herr Hitchcock in seinen Filmen macht. Ja. Irgendwo ist er immer drin, macht das schon. Ich habe ja auch, ich bin ja immer die Krankenschwester. Schwester Isabel, nee, so heißt sie gar nicht. Irgendjemand sagt mal, kann das denn wahr sein, dass immer in jedem Krankenhaus die gleiche Krankenschwester ist? Das haben wir dann eben auch auf so einem Band, haben auch selber Spaß dran. Naja, und in der allerersten Folge, der Superpapagei, habe ich auch die drei Papageien noch gesprochen. Und Blackie? Ja, der Blackie bin ich ja immer noch. Und ja, genau. Sehr zu Freude von manchen und sehr zum Ärger von anderen. Der blöde Papagei, dass der immer dazwischen quatscht. Und, aber der gehört halt dazu. Ja, ich finde auch. Und deswegen passe ich auch immer möglichst auf, dass ich ab und zu mal, wenn dann immer die Autoren überhaupt dem Papagei nicht mal auch ein bisschen Text geben, sage ich mitten im Sprechen, dann sage ich zum Beispiel letztes Mal zu Jens, da ich sage mal, kannst du nicht mal einmal sagen, dann schnell, da halt den
Schnabel oder ich finde, vor allem kriegt er fast nie was zu essen, der Arme. Das stimmt allerdings. Da sollten sich die überlegen. Dann muss ich in der nächsten Folge mal laut werden und sagen, also hier jetzt immer mich da oben im Käfig verhungern lassen, dann geht das nicht. Das ist eine gute Idee. Wir haben übrigens ganz fachkundige Leute da mit hier gezogen. Die Schwester heißt Michaela. Ja, die Schwester Michaela. Ja. Ja, genau. Aber das ist viele freuen sich darüber, dass sie das auch erkennen, und manche sagen, das liegt genauso beim drei Fragezeichen die Säge, ne? Ich meine, wir haben wirklich hunderte von anderen Sägen und Arbeitsgeräten und Hämmern und so, aber wenn man nur dieses hört, ne, dann weiß man schon gleich, aha, wir sind auf dem Schrottplatz. Schade, dass wir Kenneth und Patrick nicht mehr haben dürfen, das war eigentlich auch immer schön, die beiden Gehilfen von Onkel Tito. Ja. Ja. Aber das ist, da merkt man auch total, was für eine Geräuschkulisse sofort die Kulisse einfach auch bedingt. Also jetzt so wie vorhin, das Schlüsselklappern ist eben sofort bei Huibo im Schloss. So ist es. Also, und das ist eben so Triggerpunkte, die ja einfach dann auch, und da wieder liebe Studierende gut aufpassen, das Literarische verstehen, total gut funktionieren und halt einfach schön sind in Geschichten. Das freut mich. So von Herzen. Ja, Huibo war natürlich auch eine unserer schönsten und erfolgreichsten Serien für die kleinen Kinder. Das war wunderbar, nicht? Mit Hans Clarin. Oh, Hans Clarin und ach, und dann will immer, manche Leute sagen, es gibt Gespenster, manche sagen, es gibt keine Gespenster. Wenn der Hans Petsch das sagt und dann immer der Clarin dann immer dazwischen, seine Sachen, doch herrlich, mit seiner rastigen Rasselkette. Das waren auch schöne Aufnahmen, schöne Erlebnisse. Schade, dass man früher noch nicht so viel fotografiert und auch nicht so viel gefilmt hat. Hätte ich gerne das eine oder andere heute noch mal mir anschauen mögen. Und bei Ihnen wird ja auch richtig dann, Sie sagten ja schon, es wird geschauspielert, aber da werden auch schon Geräusche während den Aufnahmen gemacht, oder? Ja, also Kleinigkeiten, die einfach zu der Rolle passen. Mhm. Und da gibt es aber Begabte und Unbegabte. Manche Schauspieler schaffen das nicht, den Lichtknopf dann zu bedienen, während sie sprechen. Dann sage ich immer, dann machen sie eine große Pause, Knips. Ja, das können wir ja selber auch. Wichtig ist, dass das zum Atmen, dass es dazukommt. Nicht? Die Geräusche selber können wir alle ja prima machen, aber eben wenn zum Beispiel auch jetzt, dass die ist auch sehr begabt, die Gabi Geräusche zu machen, ja, dann mal die Hundeleine und ihren Oscar dann holt, das passt, dass es dann direkt unter der Sprache ist, das finde ich sehr schön. Na, das sind so die Kleinigkeiten, ob nun Telefonhörer ist. Jetzt, wo wir alles einzeln machen müssen, in vielen Studios wird ja schon lange, auch beim Synchron, schon ganz lange alles einzeln aufgenommen, auf verschiedene Spuren und hinterher schön zusammengesetzt. Ich persönlich finde, dass diese Wärme, dieses Zusammenspiel, die Worte und die Reaktionen, die nicht im Drehbuch sind, sondern sich aus der Spielerei ergeben, dass die eigentlich so ein bisschen den Clou machen. Das ist einfach zu schön. Und insofern können wir jetzt im Augenblick können wir überhaupt keine Geräusche mitmachen, weil das ja zusammengesetzt wird. Denn das beim einen ist das Geräusch, das muss ja überlappen aufs nächste. Also das ist alles ein klein wenig anders im Augenblick. Ich hoffe, dass sich das zum Sommer ändern wird. Und das ist eigentlich insbesondere auch unsere Spezialität, die Gemeinsamkeit der Aufnahmen. Macht das denn die Ergebnisse anders? Also ist das merken Sie den Unterschied? Also und wie? Also kann mir keiner erzählen, dass natürlich, wenn jetzt die Einzelnen sind, die auch alles gute Schauspieler, die können auch sich vorstellen, wie die andere Rolle ist. Lassen wir das immer mitlesen im Kopf und dass sie da vielleicht dann auch mal so ein, das dazwischen machen. Und dann kann der gute Techniker das ein bisschen geschickt einsetzen. Aber es ist nie das, deswegen versuche ich, dass wir wenigstens auch jetzt in den jetzigen Zeiten, vielleicht mit einer Trennwand oder wie auch immer, dass wir wenigstens zwei immer zusammen haben. Okay. Dieses Abnehmen,
Ja. Und es ist auch sehr viel mühsamer als Regisseur. Ja. Muss ja ganz, und für den Techniker muss er mal schön mitarbeiten. Man muss ja schon sehr genau wissen, wie hat man den aufgenommen oder den einen. Ja. Müssen wir jetzt bei Fragezeichen zum Beispiel, müssen wir die zwei Jungs müssen wir in Berlin aufnehmen, morgen müssen wir eine Schauspielerin in Wien aufnehmen. Jens Wawacek, der kommt hier ins Studio. Und das alles muss man ja auch so im Kopf haben, wie passt das zusammen und ja, von der Lautstärke, von der Art. Und also für mich gibt es nichts Schöneres als 6 Mann um den Tisch, fertig. Es dauert auch nicht so lange, nicht? Jetzt braucht man noch ungefähr 6 Tage oder 3 Tage, was geht ja schneller, wenn die das alleine machen. Aber der Techniker, der hat dann zu schnippeln und zu machen, ja, und zusammenzusetzen. Ne? Das hier, der arme, letzte Folge, 5 Freunde. Da waren, glaube ich, 15 Rollen, würde ich mal sagen, mindestens. Alle zusammensetzen. Und das ist schon auch eine Kunst, ist ja auch so ein bisschen. Sie können ja nicht nur einfach, wenn man sagt zum Beispiel auch, ja, der flüstert, das ist ja ganz leise, das ist ja ganz einfach. Oder wenn er brüllt oder aber da gibt es ja die Zwischenstufen, dass einer ein bisschen kräftig, ja, spricht oder einer ein bisschen langsamer spricht. Und das muss ja alles vorher mit bedacht werden. Also bei Kinofilmen habe ich das ganz oft schon erlebt. Das wird ja, dass man dann denkt, ha, huch, wie reagieren die denn aufeinander? Das ist ganz fürchterlich. Das habe ich schon, also ich finde das nicht schön. Da muss man einfach sagen, je nachdem, wie da einfach die Interaktion zwischen den Leuten ist, ist das einfach ein großer Unterschied. Aber auch da. Ja, aber durch diese Digitalisierung und alles wird es so sein, dass eine ganze Menge Leute eben nicht mehr so gerne von weit her anreisen, weil es ja auch so ist. Ich habe jetzt gerade auch wieder schöne Aufnahmen mit Lutz Mackenzie gemacht, der ja der wunderbare Sprecher von Hani und Nani und von Freunden ist. Den nehme ich dann in Berlin auf. Ja. Der sagt auch, ich möchte wieder zu euch kommen. Ne? Das, aber andererseits ist es auch so, man spart sich die Zugreise, und die weite Fahrt. Und ich könnte mir denken, dass eine ganze Menge, in unser Studio wollen sie alle. Ist ja auch eine besondere Atmosphäre, wie wir jetzt auch. Ja, eben. Das ist schon eine Atmosphäre, die einfach Freude macht. Ja, wir hatten jetzt vor ein paar Wochen auch Sandra Schwittau zu Gast hier in der Reihe, die ja auch wirklich viele Rollen spricht. Und die sagte auch, dass sie das bedauert, dass jetzt gerade mal eben nicht mehr diesen Schritt raus hat, sondern dass es eher der Schritt rein. Genau, dass man halt eher wieder, man bleibt eher an dem Ort, an dem man ist und man hat nicht mehr auch diesen mentalen Schritt raus. Ja. Zu sagen, okay, und jetzt habe ich diese Reise von zu Hause in meine Rolle und dann wieder zurück, sondern ein modernes Biedermeiertum. Ja, dass sich das da halt nochmal so ein Stück weit ja auch verändert, also das Arbeiten, dass ihr das aber auch nicht gefällt, sondern dass sie das schon schön fand, dann auch an den Orten zu sein, auch mit den Leuten zusammen. Ja, es ist natürlich auch, die Schauspieler freuen ja gerade im Augenblick auch, freuen die sich natürlich, wenn sie sich auch wieder gegenseitig treffen. Ne? Ja. Im Augenblick nicht auf die Bühnen können und so. Wobei wir haben ja auch, machen ja auch Theater und Musik und so bei uns auf dem Hof in Hasselburg. Haben Sie auch sicher schon mal davon gehört. Ja, klar. Da haben wir auch im letzten Jahr sehr viel Kleinkunst gemacht an den Wochenenden. Dann kommen halt eben nur mal 30 oder 50 oder 80 Leute. Und da durfte man ja im Sommer zumindest draußen mit dem entsprechenden Abstand auch arbeiten. Und das machen wir in diesem Sommer nochmal. Wir hoffen allerdings, dass wir auch wieder in diese Räume, in die Scheune dürfen. Unsere Release-Party beispielsweise, die ist immer so schön, die wäre für die Folge 210, wäre eigentlich am 8. Mai in der Scheune bei uns draußen, immer mit so einer super schönen Atmosphäre. Das macht der Oliver dann auch mal ganz großartig. Die bereiten wir jetzt vor, schon um am 8. was zu bringen. Die wird eben digital aufgenommen. Ja, also ruhig merken, das ist wird eine ganz tolle Release-Party. Da freuen wir uns auch jetzt schon mal. Von lieber Studierende, markieren Sie sich einfach den 8. Mai dann schon mal ganz im Kalender, damit wir da dann auf jeden Fall dabei sein können. Wir erinnern Sie dann nochmal alle rechtzeitig. Ja, das machen wir gerne.
Nee, wunderbar. Wir haben noch zwei Fragen hier reinbekommen. Und auch da nochmal, liebe Studierende, wenn Sie noch Fragen haben, einfach unten in den Chat schreiben. Wir greifen das dann auf. Vielleicht als erstes die Musik. Und zwar, weil wir jetzt gerade bei den Geräuschen waren. Eine Studierende oder ein Studierender hat jetzt auch gerade gefragt, wie ist es denn mit der Zwischenmusik, die in den einzelnen Folgen eben auch immer wieder mit einer Rolle spielt? Wird die auch dann direkt bei Ihnen aufgenommen oder wo kommt die her? Sehr unterschiedlich, sehr unterschiedlich. Also die Musiken werden eigentlich in Musikstudios aufgenommen oder wir haben ja auch eine ganze Menge Komponisten, die ihre eigenen Studios heutzutage haben. Da, jetzt war gerade in der letzten Release-Party, falls Sie da nochmal reingucken wollen, da war eben auch der wunderbare Musiker Konrad, von dem man nun mal sehen kann, wie er das in seinem ganzen Synthesizer-Ding. Also vieles wird schon jetzt komplett geliefert. Gerne machen wir natürlich auch Aufnahmen mit kleinen Bands oder so. Das machen wir dann vielleicht mal hier unten im Hause oder so, aber schon längere Zeit nicht. Das meiste wird dann geliefert. So habe ich jetzt beispielsweise den Morgenstern, der auch viel macht für uns, den Stahlberg, die dann unter Umständen auch mal ein Manuskript geschickt und gesagt, so versucht mal da für die Zwischenteile das ein bisschen zu komponieren. Ja. Ja, gut. Lehrer werden wollen. Also da hatte mein Mann immer ganz große Vorgaben gegeben am Anfang, dass also für kleine Kinder keine Szene viel länger sein darf als 3 Minuten. Dann braucht es das Erholen, ein bisschen ausruhen, dann kommt eben diese sogenannte Zwischenmusik, die wir als Akzent bezeichnen, und hat ja auch sehr viel klassische Musik da reingebracht, gerade in die Märchen. Und viele Kinder sind ja mit klassischen Musiken dadurch auch ein bisschen aufgewachsen. Die sind ihnen zumindest in den Sinnen und im Empfinden. Die wissen dann nicht, dass es der Hochzeitsmarsch ist, sondern sagen, ja, das ist bei Aschenputtel oder das. Ja. Oder das, ne? Also diese Vorgaben auch, ein gutes Deutsch zu sprechen, sehr verständlich zu sprechen, gab's, das ist so doch etwas, was ich auch denjenigen, die heutzutage dann schreiben oder machen, bereiten, auch immer mit weiter auf den Weg gebe. Da habe ich eine Frage zu, weil das trage ich mit mir rum, weil mich das einfach interessiert. Gerade die frühen TKKG-Folgen, die sind ja, was sagen wir, Gender angeht und auch was so der Blick auf Menschen mit Migrationshintergrund angeht, sagen wir nicht ganz ohne. Nee. Jetzt waren die 80er natürlich noch mal anders, als wir jetzt die Welt heute haben. Muss man immer vom Zeitgeist. Und auch ich habe jüngst eine Hausarbeit von einer Studentin gelesen, die hat das sehr schön rausanalysiert. Ja. Das ist eigentlich mit dem Tod von Rolf Kalmunczak, als dann die Autorenschaft eben noch mal weiter gestreut wurde, dass sich da einiges noch mal verändert hat. Oder sich zumindest wandelte. Ja. Also es wurde als Darstellung. Herr Kalmunczak hatte ja immer sehr gerne so ein bisschen Schwarz-Weiß-Bilder, was fürs Hörspiel manchmal sehr schön war zum Überspielen. Da waren eben da waren die Bösen und da waren die Guten und dann kamen die einen sind da, weiß ich was, auf irgendeinem Hinterhof oder in irgendeiner alten Fabrikhalle und die Jungs sind dann irgendwo an einer anderen Stelle. Das war immer ganz schön und er hat dann eben häufig auch, was dann später auch moniert wurde, eben auch Ausländer mal eingesetzt, dass die eben die Verbrecher sind. Das ist natürlich dann, insbesondere heutzutage, früher hatte man das irgendwie gar nicht so wahnsinnig empfunden. Man hatte eigentlich nicht das Gefühl, dass man denen dazu nahe tritt oder dass man irgendwie immer denkt, ja, Ausländer böse oder wie auch immer. Aber auf jeden Fall ist das in der Form einfach auch nicht mehr machbar. Und insofern waren auch von den TKKG-Folgen einige dann eingestellt worden oder überhaupt waren ja mal die ersten, was viel zu viele Folgen waren die ersten 100 ja mal ganz und gar vom Markt genommen worden, aber nicht nur aus den Gründen, weil der Herr Kalmunczak das eben ein bisschen zu sehr schwarz-weiß und eben auch mal Zigeuner kommen und so, aber als mit dem Wiederveröffentlichen hat man all diese Sachen eliminiert und wenn wir jetzt mal Skripte kriegen oder früher haben wir das ja aus den Büchern übernommen. Es ist ja nicht so, dass wir das in die Hörspiele reingebracht haben, sondern
wir haben nach den Büchern gearbeitet und da konnte man sich auch manchmal entschuldigen und sagen, ja mein Gott, das haben wir von den Büchern übernommen und uns nichts Böses dabei gedacht. Ja. Aber heute denkt man eben doch ein bisschen mehr darüber nach. Und das ist halt in dem Moment auch eine gewisse literarische Vorlage, die natürlich vor dem Zeitgeist entsprechend, also gerade gucken auch ein paar Studierende von unseren Kursen, von den Gender- und Rassismus-Seminaren zu. Mhm. Aber das ist, also die kennen das sozusagen, dass sich eben da auch Wahrnehmung davon wandelt. Aber da passen wir also schon auf, nicht? Ja. Es sind ja nicht nur wir haben ja eben Produktmanager, die sich für die entsprechenden Serien kümmern, die auch mit dabei sind, die Manuskripte zu erarbeiten und die machen auch schon noch ganz besonders auf, dass da nichts dabei ist, was jetzt wirklich... Aber es gibt eben auch so Sachen, wir haben zum Beispiel eine sehr, sehr schöne Sendung, Serie gehabt mit Flitze Feuerzahn, bis heute so sehr. Und da wurde dann irgendwie mal, da war es ja noch Bertelsmann, war ja an Bertelsmann verkaufbar und da war dann, wie mir gesagt hatte, ein Lehrer an Frau Mohn geschrieben, oder Lobby der Behinderten, das geht ja nun gar nicht, dass der da so lispelt. Dabei hat ja eben Flitzefeuerzahn nur ein Zahn. Ja. Und da mussten wir doch die Serie stoppen. Mhm. Weil man meinte, dass man irgendwie das sich lustig drüber macht. Aber der ist ja einfach so süß. Und manche Sachen kann ich da nicht so ganz nachvollziehen. Aber dafür sind ja dann auch Aufpasser da, die dann sagen, so, Frau Kollegin, so wird nicht mehr gelispelt. Wir lispeln jetzt anders. Also ich hatte gelesen, also gerade bei TKG, ich muss kurz zurück, weil das jetzt unter anderem André Minninger jetzt ja auch zu den zum Autorenkollektiv gehört, die jetzt die neuen Bände dann auch schreiben. Ja. Ist das so, dass man da sich dann irgendwann mal zusammengesetzt hat und gesagt hat, dem Ganzen jetzt so eine etwas andere Welle? Also ich denke, wenn ich mir anschaue, wie Gabi in den ersten, ich sag mal 50 Folgen, nämlich jetzt mal so, da war die ja noch sehr mit Tarzan verfallen, da kam selten mal ein Widerwort. Und wenn man sich jetzt die neuen Folgen anhört, da ist die Gabi ja schon deutlich tougher. Also die hat immer noch, es ist immer noch klar, Gabi ist die Hübsche, man hat, aber gleichzeitig... Ein Figurenwandel. Das stimmt. Also es ist nicht so, dass sie nur eben als hübsches Beiwerk ist, ein hübsches blondes Pferdeschwanz-Mädchen dabei ist mit ihrem Hündchen. Nein, die hat auch die sagt auch ganz knallhart, wo es lang geht. Ja. Das ist natürlich auch ganz vernünftig. Das stimmt allerdings, aber das waren dann wahrscheinlich auch gerade im Autorenkollektiv eher so bewusste Entscheidungen vor dem Hintergrund des jetzigen Zeitgeistes. Ja. Also das macht in dem Moment dann auch total Sinn. Es kam gerade noch eine Frage zu dem Übergang, genau, weil wenn wir jetzt gerade bei den Figuren sind, die sich wandeln, wie schaffen Sie es denn beispielsweise, wenn jetzt die Besetzung einer Figur sich ändert? Also wie kriegt man da den Übergang gut hin, Wenn es immer anders klingt? Das ist natürlich sehr schade manchmal. Also ganz schlimm war es natürlich bei TKKG, als die Gabi gestorben ist. Das war ganz tragisch und ganz furchtbar. Und da hatten wir, gerade an dem Tag hatten wir auch die Rea Harder bei uns im Studio, weil die Mutti schon angerufen hatte, dass es ja nicht so ganz so gut geht. Und dann haben wir eine Folge gemacht, wo wir die Gabi immer ausgelassen haben und haben dann aber im Anschluss dann schon die Gabi, Rea mit eingesetzt und da kriegten wir, als wir alle zusammen im Studio saßen und überlegten, wie wir das nun machen, da kriegten wir die traurige Nachricht, dass Veronika gestorben ist. Und das war für uns alle ganz furchtbar. Aber es gab ja auch schon Veröffentlichungstermine und alles so, dass man auch gar nicht mehr irgendwie so wahnsinnig Zeit hatte. Man konnte noch überlegen, Gabi hat eine Schwester mit einer etwas ähnlichen Stimme, die in Dänemark lebt. Und da hatten wir auch kurzfristig überlegt, ob wir vielleicht die Gabi mit eben der fast ähnlichen Art oder eine suchen, die so ähnlich ist. Und dann haben wir uns aber entschlossen, ich finde auch, das war ein guter Entschluss, dass wir sagten, nein, wir wollen jetzt nicht irgendwie versuchen, die Gabi in der Form zu ersetzen. Das geht sowieso nicht. Wir wollen jetzt eine tolle, klasse andere Gabi haben. Und die Gabi, wissen wir ja auch, die
die Rea, die das macht, die spielt ja auch immer in den Krimis mit, da ist sie auch die junge Polizistin, wo sie auch ganz schön viel zu sagen hat und so. Und so ist es in diesem Fall mal passiert. Und, aber ich denke mal, wenn wir beispielsweise bei den drei Fragezeichen, wenn da mal einer wegfallen würde oder keine Lust mehr hat oder nicht mehr mitmachen will, ich würde sagen, da würden wir alle nicht mehr weitermachen. Mhm. Weil das dann in dem Moment auch einfach so ein Das geht nicht. Ja. Würde es dann natürlich auch die Stadt. Also diese Situation mit den Mädchen und mit den Jungs, das war ja früher auch noch ein ganz klein bisschen anders. Da gab es ja eben Folgen oder Sachen, die waren speziell für Mädchen, so wie Hani und Nani und bei den fünf Freunden auch. Und Fragezeichen war ja und auch TKKG waren eigentlich mehr Stoffe, die für Jungs gemacht waren oder von Jungs gutiert wurden. Das hat sich ja ein bisschen geändert. Heute ist, glaube ich, die Hörerschaft der Mädchen genauso groß bei diesen beiden Serien, wie es also bei reinen Mädchengeschichten ist. Und wiederum gibt es dann auch Mädchengeschichten wie Hani und Nani, die dann auch von Jungs geliebt werden. Das ist, früher war das viel getrennter. Mädchen hier, Jungs da. Ja. Und heute ist es eher ein Miteinander als ein Gegeneinander. Aber das, was ich jetzt auch in meinen Seminaren zum Beispiel zu Gender und Rassismus immer gemacht habe, wir hatten vor zwei Semestern ein Harry Potter Seminar, wo wir dann Rassismusstrukturen bei den Todessern rausgearbeitet haben und dann die Studierenden natürlich zu Recht die Frage gestellt haben, darf man das denn dann überhaupt in der Schule lesen? Und das ist halt nicht die Frage, sondern eher wie Kontext. Dualisiere ich es? Lasse ich es eher stehen oder in dem Moment eher nicht? Und da ist natürlich eben jetzt früher gegeneinander, heute eher miteinander. Ja. Dadurch ist das natürlich ein Erklärungsansatz. Ja, klar, da hat sich das, also die Zeit und das Bewusstsein hat sich ja total geändert. Ja. Nicht? Das ist klar und das ist auch gut so. Ja. Aber manchmal tun mir die Jungs dann auch ein bisschen leid, wenn die Mädchen sind alle so schlau, die sind so gut in der Schule, aber manche Jungs so im gleichen Alter, die können ja unter Umständen gar nicht so mithalten. Ja, das ist schon, also da ist Entwicklung einfach blöd. So, bevor jetzt mein Geschlecht hier noch gemobbt wird, nein, also... Oh, alles gut. Ja, bevor jetzt mein zartes... Nein, also, ich will gerne noch einen Blick vorauswerfen. Ja. Gerne. Weil es ist jetzt jähren sich mal wieder, also es sind wieder so viele Jubiläen und es sind schon so Jubiläen mit so großen Zahlen. Ja. Muss man einfach sagen. Wie geht's denn weiter? Immer weiter, weiter, so lange, wie die Fans, die Kinder oder auch die Erwachsenen Spaß und Lust haben zu den Hörspielen, so lange machen wir weiter. Und wenn man dann merkt, so wie es ja auch schon mal vor ungefähr 20 Jahren war, nach dieser Kassettengeneration gab es ja dann durch die Nintendo und Videospiele und Puschenkino und was es alles gab, war ja auch das Interesse nicht mehr so groß. Wenn dann irgendwann keine Verkäufe mehr möglich sind, wenn keiner es mehr unbedingt braucht oder haben will und es durch anderes ersetzt ist, dann ist vielleicht Schluss, aber noch denken wir alle, ich auch nicht. Das ist schön. Da fällt uns ein großer Stein vom Herzen, Frau Körting. Und ich glaube, ganz vielen kleinen und großen Zuhörerinnen und Zuhörern auch an der Stelle. Aber in Anbetracht der Zeit sind wir eigentlich beinahe schon am Ende. Und was könnte ein besserer Abschluss sein als sozusagen der Blick voraus? Wir müssen ihn allerdings, bevor wir dann alle in den Abend entlassen, Ihnen eine Frage stellen, die man als Erwachsener nicht so oft gefragt wird, die wir aber bisher jetzt alle Gäste gefragt haben und darum wollen wir Sie auch gerne fragen. Genau, es gibt eben Fragen, die man kaum hört und alle haben wir gefragt am Ende, was ist denn Ihr Lieblingsdinosaurier? Mein Lieblingsdinosaurier? Ja. Ich mag Dinosaurier überhaupt nicht. So. Nein! Das ist auch wieder eine interessante, etwas Interessantes, was wir erlebt haben. Eine Statistik eigentlich schon. Genau, dass das, wir haben überlegt, es ist so eine Frage, die wirklich kaum jemand, also die kriegt man als Erwachsener nicht mehr gestellt und wir merken immer mehr, es hat Gründe. Richtig. Das ist dann halt, dass Leute
dass erwachsene Leute Dinosaurier nicht so gerne mögen. Die Kinder. Also ich mache das zwar gern für die kleinen Kinder, die Figuren und sowas, das habe ich natürlich auch bei unseren kleinen Patenkindern und so, die kriegen das auch geschenkt von mir aus, aber ich liebe selber lieber Hunde und Katzen. Um die kann man sich auch deutlich besser kümmern als um Dinos. Ja, ganz genau. Richtig, oh Mann. Wunderbar, dann kommen wir zum Ende und bedanken uns herzlich. Danke, Frau Körting, dass Sie da waren. Ich freue mich und hoffe, dass Sie ein klein bisschen Spaß haben und ein bisschen mehr jetzt wissen über unsere gemeinsame Arbeit.